Das Kirchenverständnis der römisch-katholischen Kirche nach der Erklärung Dominus Jesus. Der damalige Kurienkardinal Josef Ratzinger, der dann später Papst Benedikt XVI. Wurde, verfasste im Jahr 2000 eine Erklärung mit dem Titel Dominus Jesus, also Jesus der Herr. In dieser Erklärung wird das römisch-katholische Kirchenverständnis deutlich, wie es auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also der großen Kirchenversammlung im 20. Jahrhundert, beschlossen wurde und wie es jetzt aufgrund dieser Aktualisierung Gültigkeit für das 21. Jahrhundert haben soll. Als Kurienkardinal war Ratzinger Präfekt der Glaubenskongregation und somit offizieller Beauftragter für die Reinheit der Lehre der katholischen Kirche. Das heißt also, was er da verfasst hat, war jetzt keine Einzelmeinung, sondern die offizielle Meinung der katholischen Kirche, die dann durch sein eigenen Pontifikat später nochmal zusätzlich autorisiert wurde. Der wichtigste Gedanke des katholischen Kirchenverständnisses und auch der Erklärung Dominus Jesus ist die sogenannte apostolische Sukzession. Damit ist gemeint, dass es eine Kontinuität gibt zwischen Jesus und der jetzigen römisch-katholischen Kirche über die Apostel. Also mal etwas vereinfacht gesagt, Jesus hat die Apostel berufen zu seinen Jüngern. Die Jünger haben dann wiederum weitere Leute berufen und daraus ist die Kirche geworden. Dahinter steckt auch der Gedanke, dass Petrus von Jesus zum ersten Leiter der Kirche berufen wurde, also damit zum ersten Papst, wenn man so will. In der Folge heißt das, die Kirche Jesu Christi ist in der römisch-katholischen Kirche verwirklicht. Und zwar nur in der römisch-katholischen Kirche. Denn Jesus hat ja Petrus eingesetzt, Petrus hat wiederum Leute eingesetzt und seitdem gibt es eine geschlossene Kette von Jesus bis hin zum kleinen katholischen Landpfarrer, der sich als Mitglied dieser Kette sehen kann. Und dementsprechend ist die katholische Kirche die einzige Kirche, die sich bis ins letzte Glied auf Jesus selber berufen kann. Um nun das Besondere der katholischen Kirche auszudrücken, wählt das Konzil die Formulierung, die Kirche Jesu Christi ist in der römisch-katholischen Kirche verwirklicht oder im lateinischen Originaltext subsistet in. Was heißt das? Der Gedanke zielt in zwei Richtungen. Erstens, trotz der Spaltungen der Kirche besteht die Kirche Jesu Christi vollgültig nur in der römisch-katholischen Kirche. Das ist aber nur die eine Hälfte, denn die andere Hälfte erhält ein Zugeständnis. Die katholische Kirche gesteht zu, es gibt auch außerhalb ihrer selbst vielfältige Elemente der Heiligung und Wahrheit. Gemeint ist also Folgendes: Natürlich gibt es auch außerhalb der katholischen Kirche Menschen, die eine Lebensführung haben, die dem Christentum entspricht, die die christliche Wahrheit erkannt haben, sprich die Christen sind. Aber sie sind eben nicht Teil einer Kirche im engeren Sinn der Kirche Jesu Christi, sondern sie sind Teil von irgendwas anderem. In der Folge macht Ratzinger eine Unterscheidung der übrigen christlichen Glaubensgemeinschaften nach Qualitätskriterien. Besser dran sind diejenigen Gemeinschaften, wo einerseits die apostolische Sukzession vorliegt, die sich also auch in ihren Ämtern bis auf Jesus zurückführen können, und zweitens die Eucharistie, also das Abendmahl, als Sakrament gültig gereicht wird. Diese Kirchen bezeichnet Ratzinger als Teilkirchen der Kirche Jesu Christi, und zwar sogar als echte Teilkirchen. Das heißt, in ihnen ist die Kirche Jesu Christi verwirklicht, wenn auch nicht ganz hundertprozentig, denn dazu wäre es nötig, dass sie die Autorität Roms, die Autorität des Papstes anerkennen. Also sprich, die machen im Prinzip alles richtig, aber der einzige Fehler, den sie machen, ist, dass sie sich nicht dem Papst, dass sie sich nicht Rom unterordnen. Welche Kirchen meint Ratzinger hier? Gemeint sind insbesondere die Kirchen des Ostens, also die orthodoxen Kirchen. Denen kann man eine lange Tradition nicht absprechen und eine Gültigkeit der Sakramente. Und dementsprechend sind sie Kirche, halt nur eben mit dem Makel der Nichtanerkennung Roms. Daneben gibt es eine Fülle von bloßen kirchlichen Gemeinschaften. Und das sind solche, in denen die Sukzession erstens nicht vorliegt, die sich also in ihrer Priesterschaft, in ihrer Pfarrerschaft nicht bis auf Jesus Christus zurück
führen können und zweitens die Mängel in den Sakramenten haben, also die ein von Rom deutlich unterschiedenes Abendmahlsverständnis haben, sodass die römisch-katholische Kirche sagt, bei dem, was ihr da macht, handelt es sich gar nicht um ein richtiges Abendmahl. Gemeint hier sind sämtliche evangelischen Kirchen. Evangelische Kirchen haben aus Prinzip keine apostolische Sukzession. Sie leben das sogenannte Priestertum aller Gläubigen, weil sie sagen, es gibt keine Privilegierung eines Priesterstandes. Und zweitens ist das Abendmahlsverständnis zumindest in den evangelischen Kirchen calvinistischer Prägung deutlich von dem Abendmahlsverständnis Roms unterschieden. Das heißt also, diese Kirchen aus evangelischer Sicht werden von der katholischen Kirche bloß als kirchliche Gemeinschaften bezeichnet. Und das heißt im Klartext, nach katholischer Auffassung handelt es sich bei den evangelischen Glaubensgemeinschaften nicht um Kirche Jesu Christi. Das hat eine große Folge für die Ökumene. Ökumene kann nach römisch-katholischem Verständnis niemals Dialog heißen, denn bei evangelischen Glaubensgemeinschaften handelt es sich ja nicht um eine evangelische Kirche, sondern bloß um eine kirchliche Gemeinschaft. Das heißt, Ökumene zielt nach römisch-katholischem Verständnis notwendig auf die Eingliederung dieser evangelischen Gemeinschaften in die römisch-katholische Kirche. Heißt also etwas salopp gesagt, würden die Evangelischen den Papst anerkennen und würden sie bestimmte theologische Modifikationen beim Abendmahl machen, dann wäre die Ökumene verwirklicht, nur, man müsste sagen, dann wäre die evangelische Kirche nicht mehr evangelisch, sondern sie wäre eben Teil der römisch-katholischen Kirche. Auf der Gemeindeebene, und zwar im Übrigen sowohl bei katholischen wie auch bei evangelischen Gemeinden, hat diese Erklärung des Kurienskardinals Ratzinger für starke Irritationen gesorgt. Denn das, was bisher in vielen Gemeinden als ökumenisches Engagement passiert, es ist ja auf Gemeindeebene ganz viel, was passiert hinsichtlich gemeinsamer Veranstaltungen, gemeinsamer Gottesdienste, gemeinsamer Gebete, was auch immer, das wird durch diese Erklärung natürlich etwas in Frage gestellt. Dementsprechend waren die Irritationen groß und auch auf evangelischer Seite war die Enttäuschung groß, dass der führende katholische Theologe den evangelischen Kirchen das Kirchesein abspricht. Trotz der Irritationen muss man umgekehrt sagen, evangelische Kirchen haben gar nicht den Anspruch, Kirche im Sinne der Kirche Roms zu sein, also als eine sakramentale Heilsanstalt, die eine notwendige Mittlerrolle zwischen Gott und den Menschen wahrnimmt. Im Gegenteil, nach evangelischem Verständnis sind wir selbst in unmittelbarem Verhältnis zu Gott und unmittelbar durch die Heilstat Jesu Christi erlöst. Das heißt, man braucht keine Kirche als Gnadenanstalt. Dementsprechend unterscheidet sich das evangelische Kirchenverständnis signifikant vom katholischen und dementsprechend ist es eigentlich ehrlich zuzugeben, dass das Kirchenverständnis sehr weit unterschiedlich ist. Ob das dann aus diplomatischen Gründen mit derartigen Worten, wie Ratzinger sie gewählt hat, einhergehen muss, das steht auf einem anderen Papier.